Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die DB1 Box von Brado. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. DB1 von Brado, das Ganze am 28. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Brado. So sieht das aus. Eine recht große Box, Hochformat. Wir werden mal als allererstes die Folie abmachen. So. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier den Interpreten auf so einem, ja, sieht so aus wie so ein Vordach. Auf seinem Vordach sitzend in einem Adidas Jogginganzug, ebenfalls die Schuhe von Adidas. Hier hinten lesen wir dann den Albumtitel DB1 und dann hier noch den Interpretennamen Brado. Unten haben wir lediglich einen Barcode, ansonsten in schwarz. Auf der rechten Seite lesen wir auch wieder Brado DB1 Brado. Schwarz obenrum, auf der linken Seite das gleiche wie rechts. Und auf der Rückseite nochmals das Cover, das wir schon von der Vorderseite kennen. Und hier dann noch die Beteiligten. Jawohl. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist trotz der Riesengröße eine Klappbox. Geht hier auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Mütze. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Einen Schal. Das ist bis jetzt für mich das Highlight der Boxinhalte. Wir haben hier ein gerissenes Gummibändchen, so ein Gummiringel. Mhm. Dann haben wir das Album an sich und ein Poster sowie 2, 3, 6, 9 Sticker. Jawohl. Gut, von innen die Box in weiß, so sieht das aus. Klappen wir zusammen, machen wir zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album. Das ist noch in Folie. Der Rest kommt hier ohne Folie und ohne weiteres Plastik. Das bedeutet, wir werden auch mal das Album hier aus der Folie befreien, wenn ich es hinbekomme. So, gut, also dann kann es losgehen. Das Album vom Cover her ident wie auch schon die Box, ganz klassisch gehalten, DB1 und Brado lesen wir auch hier. Ein reguläres Jewelcase auf der Seite hier in schwarz, dann hier auf der Seite nochmals Brado zu lesen mit so einer Zierzeile, mit so einem Rahmen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Wir haben Features mit dabei von Mero, Mel und Ramo. Also 3 Features auf 13 Tracks verteilt. Nein, sorry, 15 Tracks. Mein Fehler. 15 Tracks sind es natürlich. Dann haben wir unten die Beteiligten und einen Barcode rechts. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommt uns hier entgegen das Booklet. Ah ja, okay, es dürfte sich um ein Poster-Booklet handeln. Jawohl. Also, wir haben hier ein Poster-Booklet. Einerseits Brado hier, gemeinsam mit Mero, wie es aussieht. Hier gemeinsam bei einem Videodreh. Auf der Rückseite haben wir dann Brado alleine in schwarz und weiß. Und auf der Oberseite des einen Posters haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Wer hat dann im Album mitgewirkt, wer war daran beteiligt, sowie natürlich auch die ganzen Produzenten und Features hier bei der Tracklist. Jawohl. So, dann packen wir das wieder zusammen. So rum kann man das hier wieder zurückschieben. Dann haben wir hier, jawohl, jetzt ist es richtig. Die CD ist auch klassisch in schwarz und weiß gehalten. DB1 Brado. Hier wieder mit dieser Zeile in der Mitte, die wir dann auch hier hinten haben, senkrecht. Hier lesen wir dann auch nochmal Brado.
Dieses Muster wird uns noch häufiger begegnen. So, dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei, die ist hier im Querformat. Dann haben wir hier einen Lamborghini. Ich bin bei Lamborghini ehrlich gesagt nicht ganz so fit. Ich würde jetzt mal rein so Bauchgefühl sagen, das ist ein Huracan. Eventuell liege ich aber auch falsch. Gerne in die Kommentare schreiben. Und dann lesen wir hier Prado und eine 4. Also hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite wieder Prado zu lesen. Dann haben wir diverse Sticker mit dabei. Wenn ich es richtig gesehen habe, 9 Sticker, 3 Motive. Also ist jeder Sticker dreifach vorhanden. Einmal hier quadratisch, Prado vor einem Bau, vor einem Plattenbau stehend. Und hinter ihm sehen wir noch geparkte Autos. Also dreimal quadratisch. Dann haben wir dreimal diese Zeile, die ich vorher schon gezeigt habe, wieder in Schwarz-Weiß mit dem Prado-Schriftzug. Die sind allesamt Querformat. Und natürlich dann nochmal einen QDH-Sticker. Kennen wir noch von der ersten Box von Mero damals. Dreimal QDH-Logo in Grün und Schwarz. Also, damit kann man dann 428 repräsentieren. Damit nicht genug. Wir haben ein Poster, das ziemlich groß sein dürfte. Oh ja. So, auf der einen Seite haben wir hier Prado mal wieder in einem orangen Trainingsanzug in Orange und Weiß von der Marke Adidas. Ist leider echt sehr groß. Ich kriege das jetzt gar nicht richtig eingefangen, aber hier kann man es halbwegs sehen. Sieht so aus wie Backstage, als wäre irgendwie kurz davor auf die Bühne zu gehen vor einem Auftritt live. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals Prado. In diesem Fall etwas schärfer fotografiert. Das sieht dann mehr so aus nach Fotoshooting und nicht so hinter den Kulissen Making-of mäßig. Hier sehen wir ihn in einem schwarzen Pullover von Philipp Plein. Kopfbedeckung hier am Zeigefinger vor grauem Hintergrund. Jawohl. Also beide Poster, je nachdem für welches man sich entscheidet, sind hier im Hochformat. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das am besten wieder zusammenlege. Gar nicht so einfach. Also einmal hier wahrscheinlich, genau. So, da hätten wir das auch geschafft. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Inhalten, die hier zusammengehören. Und zwar haben wir einmal eine Mütze. Und zum anderen haben wir hier einen Schal. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Mütze. Die sieht so aus in Schwarz und Weiß. Natürlich auch hier wieder diese Zierleiste rundum. In der Mitte dann der Schriftzug. Was spannend ist, dass diese Leiste hier komplett so eingenäht ist. Also auf einer Ebene. Allerdings dann der Prado-Schriftzug hier auf der Front, der ist dann wirklich hier so hervorstehend. Also der ist dann wirklich hier so erhaben aus der Mütze raus. Hoffe, man kann das hier halbwegs sehen. Jawohl. Also der steht hier wirklich etwas hervor. So, oben haben wir so einen schwarzen Bommel. Ansonsten eben bis auf diese Zierzeile hier komplett in Schwarz. Und dann schauen wir mal genau. Danach habe ich gesucht. Egocentric. Und wir haben es hierbei zu tun mit 100% Polyacryl. Allerdings erfahre ich jetzt nicht, wo das Ganze hergestellt wurde. Okay, dann schauen wir mal, eventuell können wir es ja dann bei dem Schal herausfinden. Denn der Schal ist von der Optik her recht ähnlich, was heißt recht ähnlich, ziemlich gleich. Der Schal ist in Schwarz und Weiß. Und was ich besonders spannend finde, man hat echt bei allen diesen Schals links und rechts dann immer noch diese Fransen. Die hat man hier einfach mal weggelassen. Also man hat das hier wirklich dann hier bündig zusammengenäht und hier gibt es keine Fransen, die da rausschauen. So schließt er dann links und rechts. In der Mitte natürlich wieder der Künstlername. Das Ganze spielt sich auf beiden Seiten ab, also links und rechts, beziehungsweise Vorder- und Hinterseite ist ident.
Wir haben es hierbei zu tun mit 100% Polyacryl. Ansonsten ist auch hier wieder kein Zettel zu sehen, also Herkunft unbekannt. Ja, Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fasse noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schal in Kombination mit dieser Mütze hier für die kalten Wintertage. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Die Sticker, insgesamt 9 Stück, dreimal hier QDH quadratisch, dreimal Brado Sticker rechteckig, dreimal hier nochmal der gute Mann vor einem Plattenbau quadratisch, die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat, sowie natürlich das Album an sich im Jewelcase mit 15 Tracks und 3 Features. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box DB1 von Brado. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Brado unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.